Sehe ich genauso. Leider haben sie jetzt vor kurzem die Kurve halt bekommen und eine Mannschaft, die einfach großes Potenzial hat und Riesenambitionen natürlich auch in die Saison gestartet sind, dass sie dann auch in andere Tabellenregionen gehören, ist, denke ich, auch klar, dass sie im Moment vielleicht mit den Punkten halt mit uns auf Augenhöhe sind, aber dass sie dann schon auch große Ambitionen haben. Ist eine Mannschaft, die eine gute Mischung gefunden hat zwischen einer stabilen Defensive und aber auch spielerischen Akzenten fürs Offensivspiel. Da auch eine taktische Variabilität reingebracht haben, aus dem 4-4-2 jetzt ein 3-5-2 entwickelt. Das auch sehr gut spielen und uns da einfach auch wieder eine große Herausforderung erwartet, die wir, denke ich, in einem fantastischen Rahmen da erwarten können und da einfach die Dinge, die wir jetzt so ein bisschen vermissen lassen haben, dass wir die versuchen, da einfach mit unheimlich viel Aufwand und Mut besser umzusetzen. Ja, haben wir, oder habe ich ja auch schon am Dienstag, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir uns gegenseitig deutlich mehr helfen müssen, uns deutlich mehr unterstützen müssen, was das Coaching betrifft, aber auch was die Intensität betrifft, die Zweikampfführung, die Kompaktheit dann auch in beide Richtungen, den Aufwand und den Mut einfach dann wieder aus den vorangegangenen Spielen an den Tag legen müssen, dass wir, so sind wir der Überzeugung, da auch eine gute Basis gelegt haben in den Wochen davor, die dann natürlich mit dieser Enttäuschung auch dann vielleicht den einen oder anderen Kratzer abbekommen hat, aber wir davon überzeugt sind, diesen Weg weiterzugehen, mit einer wirklich guten Abstimmung auch im Defensivbereich, in der Kompaktheit da gut zu stehen und dann halt auch schnell umzuschalten in beide Richtungen. Und wir lassen uns da von unserem Weg einfach auch nicht abbringen.